Hallo zusammen! Sagt mal, habt ihr jemals den Wunsch danach verspürt, in die Rolle eines berühmten Detektivs zu schlüpfen? Wenn ja, werden wir euch heute eine Chance dazu geben. Und dazu braucht ihr gar nicht nach London zu ziehen und euch einen komischen Hut zuzulegen. Ihr müsst lediglich einige Detektivrätsel lösen. Aber wir möchten euch warnen, dass es bei weitem nicht alle schaffen werden. Nach jedem Rätsel möchten wir euch ein paar Sekunden Bedenkzeit geben. Hier sind also 7 Detektivrätsel, die nur von den Scharfsinnigsten unter euch geknackt werden können. Lasst uns loslegen! Ausbruch. Ein Mann wurde in einer Zelle mit erdigem Boden eingesperrt, in dem es nur ein kleines Fenster direkt unter der Decke gab. Darin gab es nichts außer einem Spaten. Außerdem war es im Gefängnis sehr heiß und trocken. Der Häftling bekam nichts zu essen und zu trinken und er hatte nur 2 Tage, um auszubrechen. Ansonsten würde er an Dehydration sterben. Wie soll er nach draußen kommen? Denkt daran, dass die Variante, bei der er einen Tunnel graben soll, entfällt, da er sie viel zu viel Zeit und Kraft in Anspruch nehmen würde, die er nicht hat. Der Countdown läuft. Habt ihr alle Optionen abgeklopft? Hier ist die richtige Antwort. Er soll mit dem Spaten einen Wall direkt vor dem Fenster errichten. Im Anschluss soll er auf den Wall hinaufkommen und dann durchs Fenster nach draußen steigen. Gestohlene Perlenkette. Wenn euch das vorangegangene Rätsel womöglich viel zu leicht vorkam, so dürfte dieses um einiges schwieriger sein. Mrs. Smith hat bei der Polizei eine Anzeige wegen des Diebstahls einer alten Perlenkette erstattet. Als die Polizisten am vermeintlichen Tatort eingetroffen waren, stellten sie fest, dass weder die Türen noch die Fenster Einbruchsspuren aufwiesen, mit Ausnahme einer einzigen eingeschlagenen Fensterscheibe. Im Haus herrschte völliges Chaos und der ganze Fußboden war voller dreckiger Schuhabdrücke. Am nächsten Tag wurde Mrs. Smith wegen Verdacht arglistiger Täuschung festgenommen. Wisst ihr warum? Den Ermittlern ist schnell klar geworden, dass die Dame sie anlügt, denn so wie es aussah, hätte die Scheibe nicht von draußen eingeschlagen werden können, weil ansonsten der Boden im Zimmer mit Glassplittern übersät wäre. Mord in der Schule. Am ersten Tag nach den Schulferien wurde in der letzten Unterrichtspause in einem Klassenzimmer der Geographielehrer tot aufgefunden. Es waren sofort 4 Verdächtige ins Visier der Ermittlung geraten. Der Gärtner, der Mathematiklehrer, der Sportlehrer und der Schuldirektor. Beim Verhör haben sie erzählt, wo sie sich zum Zeitpunkt des Mordes aufhielten. Der Gärtner hätte Sträucher geschnitten, der Mathelehrer hätte einen Halbjahrestest durchgeführt, der Sportlehrer soll Basketball gespielt haben und der Direktor soll den ganzen Tag mit Papierkram beschäftigt gewesen sein. Gleich nach dem Verhör hatte die Polizei den Täter in Haft genommen. Aber wer hat den Geographielehrer umgebracht und welcher Fehler unterlief dem Mörder? Der Geographielehrer wurde vom Mathematiklehrer getötet, weil er am ersten Schultag nach den Ferien unmöglich einen Halbjahrestest hätte durchführen können. Der einsame Mann. Es war einmal ein einsamer Mann, der am Stadtrand wohnte und sich immer in der Nähe seines Hauses aufhielt. An einem hochsommerlichen Freitag kam ein Zeitungsausträger auf sein Haus zu und rief nach ihm. Der Mann antwortete nicht. Dann warf der Zeitungsausträger einen Blick durchs Fenster und sah den Mann auf dem Boden liegen. Als rechtschaffender Mensch hat der Zeitungsausträger die Polizei über den Vorfall verständigt. Es kam ein Polizist, der neben dem Leichnam eine Flasche mit kalter und 2 mit warmer Milch sowie die Dienstagsausgabe einer täglichen Zeitung gefunden hat. Am nächsten Tag hatte der Polizist den Mörder festgenommen. Nun sagt mal, wie der Polizist es geschafft hat, den Täter so schnell zu entlarven. Es konnte kein anderer als der Zeitungsausträger gewesen sein, weil nur er wissen konnte, dass es niemanden mehr gibt, der die Zeitung am Mittwoch und am Donnerstag hätte lesen können und deswegen trug er sie nicht mehr aus. 2 Kapseln. Ein tückischer Serienmörder entführte Menschen und zwang sie dazu, sich für eine von 2 gleichen Kapseln zu entscheiden. Nein, nicht um aus der Matrix auszubrechen. Die eine enthielt nämlich Gift und die andere war völlig ungefährlich. Dabei hatte der Serienmörder jedes Mal die übrig gebliebene Kapsel selbst heruntergeschluckt. Die Geisel nahm die von ihr ausgewählte Kapsel mit einem Glas Wasser ein und fiel sofort tot um. Wie konnte der Mörder wissen, dass die Kapsel, die er einnahm, nicht giftig war? Es lag daran, dass beide Tabletten absolut harmlos waren. Giftig war nur das Wasser im Glas, das dem Mörder seinem Opfer reichte. Gefrorenes Fenster.
Wollt ihr noch ein Rätsel über Fenster hören? An einem frostigen Morgen wollte ein Mann einen seiner Kumpel besuchen. Als er in seiner Wohnung ankam, stellte er fest, dass der Freund tot war. Die eingetroffenen Polizisten haben ihn unverzüglich verhört und er hat angegeben, dass er eine ganze Weile an der Tür geklingelt und geklopft hätte, aber niemand herauskam. Danach hätte er die Scheibe angehaucht, um sie zu enteisen. Als er durch das Fenster hineingeschaut hätte, hätte er seinen Freund auf dem Boden liegen sehen. Trotz dieser ausführlichen Schilderung nahmen die Polizisten den Mann wegen Mordverdacht sofort fest. Wisst ihr warum? Ein gefrorenes Fenster lässt sich nicht von draußen auftauen, denn eine Eisschicht bildet sich nur auf der inneren Seite des Fensterglases. Chemikerrätsel. Ein Wissenschaftler wurde in seinem Labor tot aufgefunden. Im Raum, in dem er lag, konnte kein Beweismaterial eingesammelt werden, mit Ausnahme von einem Blatt Papier, auf dem die Namen von 7 chemischen Elementen notiert waren. Die Vernehmung von Zeugen hat ergeben, dass der Chemiker an seinem Todestag von 3 Personen aufgesucht wurde. Von seiner Frau Mary, seinem Neffen Nicholas und seinem Freund namens Jonathan. Nachdem der Ermittler es gehört hat, hat er sofort einen von den 3 Verdächtigen festgenommen. Die Frage lautet, wer war der Mörder und wie kam der Ermittler dahinter, wer es war? Der Chemiker war ein schlauer Kerl und bevor er starb, hat er es geschafft, einen Hinweis zu hinterlassen, indem er eine Liste chemischer Elemente aufgestellt hat, deren Anfangsbuchstaben den Namen Nicholas bilden. Wie viele von den heutigen Rätseln habt ihr lösen können? Lasst uns damit auseinandergehen. Jetzt sagen wir Tschüss. Und wir werden bald wieder zurück sein, so schnell wir können.